Michael Liniger, ein 14-0-Sieg gegen ein harmloses Ambri Piotta. Man hat praktisch Einbahn-Eishockey gespielt. Ist der Gegner vielleicht schwach gewesen, heute verkloten? Ja, gut, ist klar. Wenn man die Aufstellung schon gesehen von ihnen, sind eigentlich alle, sagen wir mal, Leader sind sie daheim gelassen, die besten Spieler auf dem Papier. Und ich glaube, sie haben das Möglichste gemacht. Vom Kampf her kann man ihnen sicher keinen Vorwurf machen. Und wir sind schnell zu unseren ersten drei gekommen und das hat eigentlich das Spiel schon entschieden gehabt. Das war jetzt der letzte Auftritt für Kloten vor heimischem Publikum. Wie sieht es bei den Kloten der verletzten Liste aus? Die ist immer noch recht lang. Vielleicht kommen wir auf die Playoffs noch ein paar zurück. Ja, ich hoffe es. Das werden wir jetzt auch sehen in den nächsten paar Tagen. Jetzt haben wir morgen mal einen Tag zum Erholen. Und dann haben wir noch das Spiel auswärts in Genf, wo wir sicher auch gewinnen wollen. Ist klar, wir gehen dort hierher, um zu gewinnen. Und ich hoffe, dass die angeschlagenen Spieler sich erholen bis zum nächsten Samstag. Ist klar. Sie sprechen so, jetzt geht es noch auf Genf. Also wie kann man am besten vorgehen gegen starkes Servette, dass man den besten Schliff noch holen für die Playoffs? Ja, wir müssen vor allem solid spielen. Ich glaube, das ist jetzt eine Grundlage für die Playoffs, oder? Dass wir hinten vor allem gut stehen, dass wir ihnen nicht viel geben. Keine 2 gegen 1, keine 3 gegen 2. Und vorhin haben wir genug gute Leute, die auch die Goal schiessen können, die es ausmacht am Schluss, dass man gewinnen kann. Der Quali-Sieg ist jetzt noch möglich. Wie wichtig ist das für Kloten? Ja, eben, ich habe schon ein paar Spiele vorher gesagt, wir nehmen Spiel für Spiel. Wir müssen auf uns schauen. Jetzt, heute Abend haben wir gewonnen, haben wir sicher unsere Aufgabe erledigt. Das nächste Spiel wollen wir auch gewinnen und dann schauen wir, welt, dass wir sind. Ich glaube, wir dürfen uns nicht zu fest darauf fixieren, sonst plötzlich sind wir enttäuscht oder so und das wäre auch schlecht. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt bis jetzt und wenn wir erst sind, ist super. Wenn wir zweit sind, nehmen wir auch den zweiten Platz und dann gehen wir in die Playoffs. Haben Sie einen Wunschgegner für die Playoffs? Nein, der TIO, wir nehmen eigentlich, wer das kommt. Wir schauen jetzt, wer das wird sein. Und nachher werden wir uns so gut wie möglich darauf vorbereiten. Und ich freue mich, hier zu starten mit unserem Publikum im Rücken. Es wird sicher Spass machen.